Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode zur FIFA 21 Karriere hier mit AC Mailand. Wir stecken hier immer noch mitten in der Transferperiode halt eben drin. Wir haben auch schon einige Transfers getätigt. Ich kann das Ganze nochmal so ein bisschen halt eben Revue passieren lassen für euch, beziehungsweise wir wollen das Revue passieren lassen und deswegen zeige ich euch halt eben hier die Neuzugänge. Beispielsweise sehen wir hier nämlich auf der Bank den Spieler Lunin. Lunin haben wir uns geholt von Real Madrid. Das war ein recht teurer Transfer, zumindest was vor allen Dingen so die Gehaltsvorstellung des Spielers angeht. Ich glaube, das liegt auch eher primär daran, dass er bei Real Madrid schon an sich sehr, sehr viel verdient hat und dann natürlich bei uns nicht weniger verdienen möchte. Dennoch ist es halt ein sehr junger Keeper, der auf jeden Fall eine riesige Zukunft vor sich hat und jetzt schon mit einer 76 Stärke auf jeden Fall ein Spieler auf dem Silbertablettchen ist und deswegen freue ich mich da auch halt eben einen Keeper an der zweiten Seite eben zu haben, den wir auch mal für Donnarumma einsetzen können, der auch dicke Leistung zeigen kann. Des Weiteren haben wir uns noch verstärkt hier auf der ZDM-Position. Gut, dieser Abu kam ja von unserer eigenen Jugend. Ansonsten haben wir hier halt eben Moldovan, der auch von unserer eigenen Jugend kam. Wir haben uns Bella Kotschap verpflichtet für die Innenverteidigung. Jemand, der zwar nur eine 66 eben hat als momentane Stärke, da wir aber momentan ziemlich schwach besetzt sind, was so die Verteidigerposition anging oder vor allen Dingen die Innenverteidigerposition anging, wollte ich unbedingt halt einen sehr jungen Spieler haben, der in Innenverteidigung eine weite, große Zukunft hat. Er ist halt eben jemand, der auf jeden Fall noch nach 5 Saisons oder so bei uns gut und gerne noch spielen kann und bis dahin, denke ich, auch eine ziemlich gute Gesamtstärke mit sich bringt. Und dann habe ich noch Koulibaly. Koulibaly, jemand, der auf der ZM-Position momentan nur irgendwie einsetzbar ist, aber halt eben jemand sein sollte, der im Mittelfeld ein Allrounder wird. Wir sehen das auch schon an seinen Werten. Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensive und Physis. Das ist bei dem halt eben wirklich komplett allroundig. Man hat dort keinen wirklichen Stat. Ist allroundig überhaupt ein Wort? Ich glaube nicht. Ich habe es jetzt einfach erfunden. Wir nennen das jetzt allroundig. Wir sehen nämlich zum Beispiel bei ihm, gut, Schießen fällt so ein bisschen aus der Reihe, wenn du das vergleichst mit Tempo. Aber overall ist das halt eben sehr ausgeglichen. Sehen wir oben ja auch an diesem magischen Sechseck dort oben, dass man halt eben sehen kann, okay, das meiste ist halt eben sehr gut ausgeglichen. Und deswegen soll er halt unser Mittelfeldmaestro werden. Also jemand sein, der sowohl ZOM spielen kann, als auch ZDM spielen kann, als auch ZM spielen kann. Und dafür werde ich ihm unbedingt auch einen Entwicklungsplan geben müssen. Und ich glaube, das könnte ich jetzt auch schon mal machen für die ganzen Neuzugänge, weil dafür habe ich, glaube ich, noch gar keinen Entwicklungsplan halt eben ausgesetzt. Dann geht es hier weiter im Reiterbüro. Wir sehen es hier, was die Finanzen angeht. Zunächst, wir haben ein unfassbar heftigen Profit eingesahnt. Ich weiß gar nicht, woher. Also beim besten Willen, ich weiß nicht, woher diese 100 Millionen Euro, die wir im Plus sind, eigentlich herhaben. Also anscheinend haben wir irgendwie 240 Millionen Euro irgendwie an Einnahmen drin. Wir sehen es hier, Merchandising verkauft sich halt eben wirklich, das ist ja der Wahnsinn, wie warme Semmeln. Merchandising 104 Millionen Euro. Vielleicht sollte ich auch meinen eigenen Merch bringen, wenn das so viel Geld einbringt. What the hell? Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Was ich die ganze Zeit vor Augen hatte, ist halt, dass wir unfassbar viel auf dem Transfermarkt eigentlich tätig waren und auch recht teure Spieler eben verpflichtet haben und dass deswegen halt eben die Ausgaben auch so hoch sind, aber hier sieht man das schon, die Ausgaben, wie ich schon gesagt habe, Transfers 109 Millionen Euro, aber dass wir immer noch bei 100 Millionen Euro im Plus sind, das zeigt natürlich, was für ein phänomenaler Trainer und Manager ich zugleich halt eben bin, um das Ganze auszugleichen. Ich wollte aber hier in den Jugendstab reingehen, nochmal ganz besonders reingehen in die Jugendakademie. Wir haben dort ja noch einige Spieler halt eben stecken, wie zum Beispiel dieser Radukan, Vladimirescu, Movila und hast nicht gesehen, und wir haben ja schon recht viele Jugendspieler. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, diese Spieler zum Profi zu befördern, auch diesen Radukan zum Profi zu befördern, maybe, wobei der ist ja Rechtsverteidiger, Innenverteidiger und Linksverteidiger. Ich nehme die auf jeden Fall erstmal alle hier in, gebe den allen mal einen Profivertrag, weil ich möchte diese Spieler verleihen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen riskant, maybe, die jetzt schon direkt mit reinzunehmen. Die Sache ist halt eben, wenn sie jetzt nicht verliehen werden, sitzen sie bei uns die ganze Zeit auf der Tribüne und werden halt eben wahrscheinlich irgendwann unglücklich, dass sie nicht gespielt, dass sie keine Spielpraxis eben bekommen, was ich nachvollziehen kann. Aber ich gehe diese Chance ein, um diese Spieler zu verleihen, damit sie vielleicht ein bisschen stärker werden, sodass wir sie dann vielleicht sogar verkaufen können. Wir sehen nämlich oben links unsere Position, wie wir die halt eben hier verteilt haben. Da sehen wir haben 18. Das ist ungelogen. Wir haben 18 Verteidiger. Das ist nicht wenig, das ist verdammt viel und dagegen müssen wir unbedingt etwas tun und deswegen wäre es sehr wichtig, wenn wir halt dem Spieler verleihen können. Des Weiteren dieser Guehi, der mit einer 86 hier um die Ecke gedribbelt kommt, ich weiß nicht, ob der sich noch hart verstärken wird. Wir dürfen nicht vergessen, der ist zwar 15 Jahre jung, aber ich glaube bei diesem Cox, der hier auf 84 halt eben nur noch hochgeht, ich glaube den können wir schon mal freigeben. Bei Guehi, ich weiß nicht so ganz genau, ob die Spieler tatsächlich ihr Potenzial noch verbessern können, wenn sie hier noch drin stecken in dieser Fußballakademie. Ich werde ihn einfach mal drin lassen, weil ich nutze ihn einfach mal so als Testobjekt, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Und dann würde ich als nächstes hier mal in den Jugendstab reinschauen, denn wir haben einen weiteren Scout zur Verfügung. Und zwar Salvatore Orlando, der hier verfügbar steht.
Und bei uns in der Mannschaft, da habe ich auch schon jetzt, bevor diese Episode losging, schon so ein bisschen selber geschaut, auf welcher Position könnten wir uns denn vielleicht nochmal irgendwie Jugendspieler raussuchen. Und ich glaube, die nächste Position, die wir uns anschauen sollten, wäre die Sturmposition. Wir haben ja einen Rafael Leao, selbstverständlich, ist jemand, der bei uns halt eben jetzt so die Stammspielerposition von Ibrahimovic ergaunert hat. Ibrahimovic, das ist schon mal ein ganz gutes Thema natürlich. Er beendet die Karriere nach dieser Saison, der ist auch schon steinalt und der zeigt auch schon nicht mehr so wirklich seine Leistung, auch wenn Tempo und Schießen bei ihm hochgehen, dafür geht die Physis aber runter. Naja, wie dem auch sei, seine Zeit ist so langsam gekommen, der wird halt eben auch nicht mehr jünger und deswegen brauchen wir dafür auch, oder für ihn besser gesagt, auch Ersatz. Und als nächstes haben wir eigentlich nur noch Sargent. Sargent hat zwar eine Minus 1 halt eben reinbekommen, ich glaube, das liegt aber, ich denke mal, primär daran, dass seine Bissigkeit einfach so ein bisschen fehlt momentan, aber ansonsten haben wir halt keinen anderen Spieler. Wir haben halt Colombo, aber sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, den will ich halt eben sowieso eher verkaufen, als dass ich ihm irgendwie eine Chance gebe bei uns. Und dementsprechend fehlen uns halt eben die Stürmer, die zumindest ein Stürmer, den wir irgendwie mal zur Auswechslung irgendwie einsetzen können. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier im Jugendstab ihn loszuschicken und zu sagen, komm, weißt du was, such uns doch mal ein paar Stürmer. Wir haben sowieso nicht mehr so viel Kohle, also nicht mehr so viel Transferbudget, das wir ausgeben können und deswegen machen wir das jetzt einfach mal mit der Jugend halt eben aus. In welchem Land ist jetzt halt eben nur die Frage? Wie gesagt, ich bin ja ein bisschen ausgefallener, was so die Regionen angehen und so. Wir machen mal Australien. Komm, australischen Stürmer, warum denn nicht? Ich gehe mal auf 3 Monate erstmal und hoffe einfach, dass er hier gute Angreifer für uns finden kann und dann schauen wir uns mal an, ob wir hier irgendwie coole Stürmer finden können aus Australien. Ja, ich weiß schon, dieser Salvatore baut jetzt gerade den Netzwerk auf, das ist wundervoll. Und als nächstes, wie gesagt, sollte ich mir dann halt eben mal anschauen, dass ich meine Jugendspieler hier zumindest mal auf die Leihliste setze. Und zwar unsere ganzen Verteidiger, die ich jetzt gerade an unsere Seite gezogen habe. Das sind ja lustigerweise alles Rechtsverteidiger. Wir haben auch sowieso recht viele Verteidiger, die auch schon an sich halt eben verliehen sind. Wir haben hier zum Beispiel Borges, der bei Bayern München 2 momentan sitzt. Wir haben hier einen Conti, der bei Osasuna ist. Wir haben Kalulu, der bei Caligiari Calcio irgendwie gerade rumsitzt. Und jetzt kommen hier unsere Jugendspieler, die, ja, halt eben gerade von uns hochgezogen worden sind. Und wenn man halt eben hier in den Status reinschaut, normalerweise sitzt beim Status immer mehr oder weniger, was für eine Perspektive dieser Spieler haben wird, dann sehen wir es, dass nur bei einem dieser Spieler bisher steht ein aufregender Mann für die Zukunft. Nochmal, um das Ganze zu erklären, ein aufregender Mann für die Zukunft bedeutet, ich weiß es nicht mehr zu 100%, aber auf jeden Fall ein Spieler, der irgendwie an die 90 kommen kann. Wenn nicht sogar darüber. Correct me if I'm wrong, das kann natürlich auch sein, dass ich das jetzt falsch in Erinnerung habe. Ich mit diesen Texten und so weiter habe ich mich wenig auseinandergesetzt. Ich habe immer das Spiel einfach nur gespielt und wenn ich einen Jugendspieler cool fand, habe ich den halt eben hochgezogen und so. Das ist ein bisschen immersiver, aber hier zumindest für die Karriere. Dieser Nicolas Moldovan ist rein vom Status her der beste Spieler, der beste Jugendspieler. Deswegen hätte ich halt eben schon gesagt, dass ich halt diese Spieler hier erstmal verleihe. Deswegen packe ich die jetzt mal alle hier auf die Leihliste, sodass die halt eben verliehen werden können, sodass die ein bisschen Spielpraxis halt eben sammeln, um dann gestärkt wiederzukommen. Ich hoffe natürlich, da kommen nicht nur Angebote rein von wegen, ja, ich hätte diesen Spieler bitte für 5 Jahre verliehen und so, oder geliehen. Aber ich hoffe da schon auf das Beste, dass das hier nicht so kommen wird. Und dann, ja, werden wir halt, wie gesagt, einfach mal schauen, ob diese Spieler halt eben einen anderen Verein finden können, wo sie sich dann einfach verbessern können. Da kommt auch schon direkt ein Angebot rein. Ich weiß jetzt aber gerade ehrlich gesagt gar nicht, wer war dieser Radukan? Leihgeschäft mit Kaufoption. Ich kriege schon wieder wirklich einen Haken im Gesicht. Warte mal, dieser Radukan ist jetzt aber nicht derjenige, den ich als einziger nicht auf der Liste hatte, oder? Nee, das war dieser Moldovan. Okay, ich muss mir den Namen Moldovan merken. Das ist jetzt hier dieser Radukan, der bei uns theoretisch halt Rechtsverteidigung, Innenverteidigung und Linksverteidigung spielen kann. Und ich habe schon des Öfteren, keine Sorge, ich lese auch Kommentare, ja, auch wenn ich sie nicht immer beantworte und so weiter. Das habe ich auch schon vorher halt eben gemacht. Atlanta United möchte ich nämlich ausleihen. Die Sache ist halt, mir wurde auch schon gesagt, gab natürlich delegieren und so, das habe ich auch schon mal gemacht und deswegen keine Sorge, ich werde das hier auf jeden Fall tun. Und jetzt machen wir eine Laie daraus und zwar am besten bitte nur ein Jahr, sodass wir ihn auch irgendwann mal wiedersehen können. Mal gucken, was da so der Co-Trainer oder wer auch immer das Ganze jetzt hier, die Delegation irgendwie bekommt, was der halt eben daraus machen kann. Hauptsache nicht irgendwie mit einer Kaufoption. Und jetzt in der heutigen Episode müssen wir ran, wie man es hier schon sehen kann, gegen Atalanta Bergamo. Gerade eben war es Atlanta, jetzt ist Atalanta hier aus Italien. Und Atalanta Bergamo ist eine Mannschaft, die momentan auf Platz Nummer 8 steht. Ich weiß nicht, ob ihr die ganze Zeit so zwischendurch mal in die News reingeluschert habt. Da hat man auf jeden Fall sehen können, wir sitzen immer noch auf einer ungeschlagenen Serie, die echt nicht schlecht ist. Nachdem wir, ich glaube, im zweiten Spieltag oder was es da war, unsere einzige Niederlage kassiert haben. Und zwar gegen Inter Mailand. Ansonsten sieht unsere Saison hier bisher wirklich phänomenal gut aus, so wie es mir vorgestellt habe.
Wir bringen AC Mailand wieder zurück zum alten Glanz. Ja, es ist mal wieder eine italienische, ernstzunehmende Mannschaft auf Platz 3 halt eben, dicht gefolgt von Neapel, die auch noch hier halt eben heute spielen müssen. Die müssen ran gegen Turin tatsächlich, wenn ich das richtig sehe. Also, auch ein spannendes Spiel. Wir, wie gesagt, können uns halt so ein bisschen festigen weiter auf den dritten Platz. Wir können den zweiten Platz hier leider nicht erreichen, aber wenn wir das Ganze verlieren sollten, müssen wir aufpassen. Da atmet uns Neapel zumindest im Nacken. Auch wenn man sagen muss, selbst wenn Neapel das Ganze gewinnen sollte und wir verlieren sollten, werden wir ja nicht überholt von Neapel. Wie dem auch sei, wir wollen unser Bestes geben, das kennt ihr ja auf jeden Fall. Ich gehe jetzt rein in die Partie, beziehungsweise zur Mannschaftsaufstellung. Und hier durfte ich jetzt auch mal wieder ein bisschen rumtricksen, denn unsere Mannschaft ist momentan nicht zu 100%, sagen wir mal, fit. Jetzt spielt beispielsweise hier in der Sturmspitze ein Sargent, ein Fernandes spielt wieder von Anfang an, genauso wie ein Rebic, der wieder von Anfang an spielt. Ich habe mich dazu entschieden, außerdem unseren Neuzugang Koulibaly von Anfang an spielen zu lassen. Da können wir schon mal direkt gucken, wie er halt eben harmoniert mit unserer Mannschaft und wie er sich so schlägt, schon mal auf einer ZDM-Position. Bisher zumindest gibt es hier kein Ausrufezeichen, dass er sich da unwohl fühlt. Also ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. Ein Simakor muss von Anfang an spielen, ein Calabria muss außerdem auch von Anfang an spielen. Ich hätte hier lieben gerne Kalulu wieder eingesetzt, aber ihr wisst ja, der ist momentan verliehen. Und ansonsten auf der Bank sehen wir so Leute wie zum Beispiel Moldovan, der jetzt mit dabei ist. Mal gucken, ob wir den einsetzen können. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und Bella Kotschap ist hier auf der Bank wieder mit dabei. Ansonsten keine großen Überraschungen. Ja, also wie gesagt, ein bisschen rumrotiert, aber ansonsten trotzdem immer noch eine Siegermannschaft und das kennen wir ja nicht anders von unserer. Also, ich würde sagen, auf geht's in die Partie. Daumen drücken, ihr kennt euer Geschäft. So, hier sind wir im Stadion von Mailand und jetzt heißt es, Spieltag Nummer 19 begrüßen zu dürfen in unseren eigenen vier Reihen sozusagen, in unseren eigenen Wänden. Meine Damen und Herren, hier geht's jetzt auf in die Partie Atalanta Bergamo gegen AC Milan oder AC Mailand, Entschuldigung, ich sag mal AC Milan. Sagt man sowas eigentlich? Nee, Milan ist ja immer die Abkürzung, also wäre es ja irgendwie dumm, das Ganze irgendwie zu vermischen, AC Mailand mit Milan und so weiter. Ja, ist ja auch scheißegal, wie ich die benenne. Ganz ehrlich, wenn ich die ganze Udinese sage und so weiter, brauche ich mich auch nicht darüber beschweren, dass ich AC Milan dann halt eben nenne. Aber wie dem auch sei, ich habe ja auch vorhin, mehr oder weniger vorhin, sagen wir mal vor 2 Tagen, die Werder Bremen-Karriere aufgenommen und da ist mir aufgefallen, dass ich momentan vielleicht nicht so ganz gut drauf bin, was FIFA angeht. Damit möchte ich jetzt nicht so ein bisschen die Stimmung halt eben rausnehmen für die heutige Partie und man sieht auch schon, ich spiele jetzt ein bisschen ruhiger, sodass es nicht so gefährlich wird. Aber guck mal, wir versuchen trotzdem natürlich hier das Beste aus dieser Mannschaft zu machen oder das Beste aus diesem Spiel hier rauszubringen. Und das bedeutet natürlich auch für mich, egal wie vorsichtig ich das Ganze jetzt hier mache, und so langsam den Angriff vorne aufzubauen. Mit Ante Rebic jetzt beispielsweise in der Mitte ist auch schon ein Sergeant, der ist doch groß genug, der macht einen Seifallzieher. Was ist denn bei dem verkehrt? Guck mal, richtig motiviert schon mal reingegangen hier in die Partie. Der will schon mal direkt einen Seifallzieher ausprobieren. Für die Fans. Komm, Romagnoli. Romagnoli ist vorne mit dabei. Was macht denn der hier auf einmal vorne? Romagnoli, geht wieder zurück zu deiner Position. Außerhalb der Innenverteidigerposition, rennt auf einmal vorne durch die Gegend. Mats Hummels nennt man ihn auch. Wir sind die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Das war abseits. Wir sind die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren in der gesamten Liga. Ich glaube, Inter Mailand kommt da als zweites mit 9 Gegentoren. Wir haben nur 6 Gegentore, was absolut krank ist auf jeden Fall. Das ist eine Quote, die muss uns einer erstmal so schnell nachmachen und die wird uns auch keiner so schnell nachmachen. Also ganz, ganz große Klasse unsererseits. Genauso wie dieser Angriff hier schon wieder. Ante Rebic, sehr viel geht über seinen Flügel jetzt hier. Nächste Flanke kommt rein, dort ist Çalhanoğlu, nein, Sergeant, nein, da vorne ist Fernandes. Und Fernandes schießt uns hier das 1:0 rein. Das hatte so viele Anspielstationen gehabt, ich wusste gar nicht, wer von den ganzen Leuten, dass sie den mitnehmen wird. Da gab es so viele Möglichkeiten. Da war ein Sergeant, da war ein Çalhanoğlu, alle wollten den nicht haben. Und am Ende war halt eben einfach Fernandes der Abnehmer. Nicht mal der Gegenspieler, nicht mal die Innenverteidigung wollte auch nur irgendeinen Ansatz davon haben, diesen Ball irgendwie an den Schlappen zu bringen. Naja, und sind halt einfach stehen geblieben wie so Statuen. Und was sagt ein Fernandes dazu? Grazie, grazie. Und bedankt sich halt eben, das ganze Teil hier einnicken zu dürfen. Joelson Fernandes hier mit seinem ersten Tor in der Serie A. Und endlich belohnt er sich halt eben auch. Ich will nicht zu viel, naja, nicht zu viel verraten, das klingt irgendwie doof, aber ich möchte ihn nicht zu viel dafür kritisieren. Aber ich glaube, bisher war Fernandes nicht so der Star, sage ich jetzt mal. Wir haben ihn für recht wenig Geld natürlich bekommen, darf man nicht vergessen. Aber er ist halt eben einer der absoluten Chartstürmer. Oder wir erhoffen uns zumindest, dass er ein Chartstürmer wird. Und bisher hat er halt eben nicht so viel Leistung erbracht, wie wir uns das erhofft haben. Auch Delaney fällt da um wie so ein Rentner. Konnte da leider nicht mehr schnell genug aufstehen. Und in der 23. Minute steht es jetzt bisher immer noch 1:0 für uns. Also momentan sind wir so stark drauf. Gut gemacht von Hernandez, da an den Ball nochmal ranzukommen. Wir sind momentan so gut und so stark drauf. Da kann uns echt kaum einer was vormachen. Und das sage ich, dann macht Donnarumma halt eben so einen schlechten Klärungsversuch. Aber wir konnten uns das Ganze noch irgendwie retten. Sehr schön. Sergeant, der hat jetzt richtig viel Freiraum. Sergeant, das war kein Abseits. Sergeant jetzt frei vorm Tor. Was macht er jetzt mit der Chance? Sergeant, will's versuchen? Oh, Latte!
Der wollte so cheeky sein, weißt du? Der wollte so rotzefrech sein, der Rotschopf. Entschuldigung, ich möchte jetzt damit keine Rothaarigen irgendwie damit kritisieren oder sowas. Aber er wollte es gerade so schön machen, weißt du? Mit einem Lupfer, dann knallt er voll gegen die Latte. Wird der jetzt bestraft dafür? Nee, nicht ganz. Wir konnten das Ganze noch abwehren, oder? Oh, guter Pass tatsächlich gewesen hier von Fernandes. Oh, auch hier wieder sehr schön gemacht von Ante Rebic. Und da kommen wir tatsächlich noch ran. Und gut gesehen jetzt hier auch auf Calabria. Wahnsinn, wahnsinns guter Pass. Koulibaly, Çalhanoğlu. Komm, spiel ihn oben einfach auf Delaney, der ist jetzt gerade im Sprint. Delaney kommt da nicht rüber, über den Grätsche. War nochmal so ein Last-Minute-Akt, den er richtig gut hingekriegt hat. Und so konnte er unser Angriff halt eben hier stoppen. Simakon will in den Zweikampf reingehen. Jetzt kommen sie jetzt nochmal hier in den Angriff rein, Atalanta. Ja, wir sehen es jetzt schon weiter Ball, aber wir sehen auch schon, wie der Linienrichter da vehement mit der Fahne rumwedelt und dann ganz genau und richtig gesehen hat, yo, das ist auf jeden Fall echt komplett abseits gewesen. Rebic. Çalhanoğlu und oben jetzt, guck mal, wir sehen ihn, Hernandez, ganz frei die Seite, ist immer komplett frei, da muss der Trainer echt mal was machen hier von Atalanta, Flanke kommt jetzt rein, aber das geht eher auf Çalhanoğlu, der will von da köpfen, ich weiß auch nicht, ob was er da versucht hat und dann leider kommen wir da hier nicht an den Kopfball ran und die Chance ist auch wieder vergangen und guck mal, wie frei wir jetzt auf einmal hier stehen, wir auf Offensiv oder was, denn hier verkehrt, unsere Innenverteidigung war gerade komplett in der gegnerischen Mannschaft, Simakon gegen Iličić. Ja, spielt zurück zu Gosens. Sehr starker Spieler. Müssen wir wirklich gut Obacht machen. Gosens verliert ja aber direkt den Ball, nachdem ich ihn gelobt habe. So muss das auch. Und Ante Rebic schon wieder frei da oben. Pašalić oder wie der da heißt. Der macht ja alles frei da oben. Der macht ja nichts. Arbeitsverweigerung ist das. Jetzt ist er vom Tor. Rebic per Schuss. Und Rebic mit dem 2:0 kurz vor der Pause. So einfach geht's dann halt. Er nickt einfach den Ball ein. Weil was machen die Gegner denn? Genau, nichts. Da kommt keine Gegenwehr. Zumindest auf dem Flügel. Da kannst du machen, was du willst. Auch schon das erste Tor kam darüber, weil da halt eben die Flanke gesetzt worden kann. Und jetzt sagt Ante Rebic auch einfach zu sich so, wenn hier kein Innenverteidiger und kein Außenverteidiger auf mich zugerannt kommt, dann versuche ich es einfach mal kurz selber. Hat er gemacht, konnte sich dadurch dann auch mal belohnen mit einem Tor. Wunderbares Ding, Ante Rebic auch mit einem Tor, kurz vor der Pause, wie gesagt. Und man sagt da nicht umsonst, es gibt so einen kleinen psychologischen Vorteil. Wenn du kurz vor der Pause natürlich einnickst, dann gibt es da wirklich einen psychologischen Vorteil, weil die Gegner, die jetzt halt eben jetzt in die Pause reinsteigen müssen, jetzt mal ordentlich gepusht werden müssen, um halt wirklich zwei Tore noch nachzuholen, was nicht einfach sein wird. Geiles Ding! Ey, nach der ersten Halbzeit 2:0 hier schon zu führen, ist wirklich phänomenal. Wir sehen die anderen Spiele. Lazio Rom gegen Udinese, ne, 1:0. Übrigens, das Wichtigste ist da unten, Neapel gegen Turin. Neapel liegt 1:0 hinten gegen Turin. Das heißt, selbst wenn wir das Ganze hier verloren hätten, hätten sie uns auf jeden Fall nicht irgendwie in den Nacken geatmet. Also das ist schon mal sehr schön halt eben zu sehen. Was ich sehr krass finde, ist, dass Hellas Verona und Inter Mailand momentan da mit einem 1:1 bestückt sind. Zumal Inter Mailand momentan auf Platz 1 sitzt. Ansonsten, ja, wechseln will ich gar nichts, hallo? Das ist die Siegermannschaft. Das funktioniert hier wie geölt, wie gebuttert. Sag mal, hier brauchst du ja gar keine Spucke mehr. Wir sehen nochmal einen Wechsel bei Atalanta. Das haben sie auch dringend nötig auf jeden Fall. Die wollen jetzt hier einen ganz anderen Spielfluss reinbringen. Christensen. Oh, alter Bundesligaspieler. Der müsste doch hier Borussia Mönchengladbach gewesen sein. Christensen. Haben wir da gerade nochmal gesehen gehabt. Jetzt bei Atalanta unterwegs. Pašalić, der momentan das nicht gut macht. Da ist ein Spieler, der heißt Mi. Gosens mit Pessina. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer neu da reingekommen ist. Irgendein Kerl mit M, glaube ich. Schöner Zwischengang von Koulibaly. Klasse abgefangen, das Ganze. Konnte den Ballbesitz nicht behalten. Zapata, was macht denn der jetzt hier mit unserer Verteidigung? Nicht so wirklich viel. Tatsächlich, weil Calabria Gold richtig steht. Jetzt spielen wir wieder zurück zum Keeper, der jetzt hoffentlich einen richtigen Versuch halt dem Tier macht. Tatsächlich. Und Koulibaly steht da schon wieder. Der macht auch ein starkes Spiel, muss ich sagen. Jetzt kommen wir wieder. Delaney sieht vorne Sergeant. Sergeant, wohin wollen wir? Zu Delaney wieder zurück. Delaney könnte jetzt mal wieder hochspielen auf Çalhanoğlu. Ja, ich wollte vielleicht ein bisschen zu viel. Delaney hätte ich auch vielleicht so ein Tor gönnen können oder sowas, aber ich wollte vielleicht ein bisschen zu viel. Ich habe gehofft, dass der Keeper vielleicht rausgerannt kommt. Ja, okay, den Schuh ziehe ich mir an. Caldara. Pašalić, wie gesagt, jemand, der uns die gesamte Flügelreihe halt für uns frei macht und dann auch hier klasse verteidigt von uns. Alle unsere Leute sind wach, so wie ich es mir lobe. Außer vielleicht Delaney, aber Calabria, der ist auch wach. Seht ihr das? Der kämpft sogar vorne weiterhin um den Ball, den er hier nicht kontrollieren konnte, weil er sich denkt so, okay, das darf ich hier nicht auf mich sitzen lassen, dass ich das getan habe. Vor allem nicht für meinen Trainer, Delaney. Kommt da nicht ran. Das müsste der Neue sein, da mit M. Auf dem Flügel tatsächlich unterwegs. Iličić. Will er auch hoch zu den Flügeln spielen? Ist egal, weil Simakon da rangekommen ist und das war anscheinend ein Foul. Habe ich jetzt so nicht gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich bin nicht immer konform mit den Schiedsrichterentscheidungen, wie wir das hier schon kennen aus meinem Projekt. Was machen wir jetzt hier? Auf jeden Fall wird ein Wechsel jetzt hier getätigt und ich habe sogar so ein bisschen Bock, unsere Jungen einfach mal einzusetzen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, Bella Kotschap und Simakon machen es jetzt mal in der Innenverteidigung. Und Moldovan, na, den gebe ich noch mal ein bisschen Ruhephase, dem gebe ich noch ein bisschen Zeit.
Aber Bella Kotschap will ich schon mal einsetzen. Das ist auch kein schlechter Wechsel. Hier nochmal die Defensive, wie gesagt, ein bisschen zu stärken und so weiter. Romagnoli verlässt den Platz, genauso wie Pašalić. Genau der richtige Wechsel gewesen, Pašalić rauszuschicken, der hier echt kein gutes Spiel macht. Hätte schon viel früher erfolgen müssen. Iličić macht es vielleicht sogar direkt. Iličić per Schuss. Iličić. Das war echt ein starker Versuch. Ich muss ganz ehrlich gestehen, da ist mir ein kleiner Kackstift gewachsen aus dem Darm. Können wir das nochmal in der Wiederholung sehen? Nee, schade. Wollen sie nicht zeigen. Ja, dann halt eben nicht. Ich hätte es gerne nochmal gesehen, um nochmal zu schauen, wie knapp das eigentlich war. Aber, oh, aber ganz schön riskanter Pass hier auf Koulibaly. Koulibaly, ich weiß nicht, Koulibaly habe ich immer so ein bisschen im Kopf mit K und nicht mit C. Deswegen sage ich immer Koulibaly. Ich weiß auch nicht, warum ich dann so eine komische Betonung daraus mache. Komm, oben, schön gesehen. Da ist er nämlich wieder. Gut in die Mitte gespielt. Çananoğlu, der ist auch ein Dribbelkönig. Der kann das auch mal. Der sieht jetzt mal einen Sargent oder einen Ante Rebic. War jetzt vielleicht nicht die beste Anspielstation. Und ich kann schon mal diesen Wechsel hier einsetzen, dass wir dem Team diesen Moldovan mal reinschicken für unseren Calabria, der das hier bisher wirklich phänomenal stark aber macht, ne? Vielleicht dann doch eher für Hernandez, weil er kann ja auch auf der Linksverteidigerposition spielen. Ja doch, dann doch eher für Hernandez, Entschuldigung. Wenn ich das für einen Hernandez mache, dann habe ich, glaube ich, eher Probleme. Weil Calabria hier bisher ein saustarkes Spiel macht. In der Defensive momentan extrem gut mit dabei ist. Und da muss ich mir auch mal selber so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Was auch die Defensive angeht, habe ich, glaube ich, ordentlich dazu gelernt, wenn man hier nicht vergessen darf, dass ich in der gesamten Liga die wenigsten Gegentore eingefahren habe. Also auch für mich nochmal sehr schön zu sehen, dass ich mich auch in der Verteidigung so ein bisschen verbessere. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich dafür ein Gegentor. Zapata auf Hattebör. Gegen Hernandez. Hernandez kommt aber dazwischen. Ist tatsächlich jemand, den ich gleich auswechseln möchte. Der jetzt hier schon direkt einen wunderbaren Defensiveinsatz macht. Und jetzt hat Çananoğlu vorne den Ball. Wird gegrätscht. Das ist auch zu Recht halt eben ein Vorteil. Çananoğlu jetzt mit auf dem Zug zum Tor. Wohin geht's denn, Çananoğlu? Der dribbelt mal ein bisschen selber. Er kommt jetzt. Cheeky auch mal wieder gewesen. Aus dem Nichts einen schnellen Schuss aufgeladen. Wo dann halt eben der Keeper ein bisschen schnell zu Boden greifen musste. Wir können, denke ich mal, nochmal einen zweiten Wechsel hier forcieren. Und da hätte ich jetzt auch nochmal gesagt gehabt, wo machen wir das denn am besten? Ich könnte ja mal versuchen, ein Koulibaly auch mal ein bisschen offensiver einzusetzen. Çananoğlu geht dafür raus und dafür kommt ein Benacer rein. Ja, wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, wie so ein Koulibaly so in der ZOM-Position so fungiert als Zehner. Wo ich ihn ja auch irgendwann mal einsetzen könnte. Jetzt sehen wir hier auf jeden Fall Koulibaly gegen Iličić. Koulibaly kann ihn gut bedrängen. Gefällt mir echt gut, dieser Koulibaly, ganz ehrlich. Der macht das wirklich stark. Pessina spielt jetzt auf Iličić. Simakor muss mithelfen und Simakor macht das auch Weltklasse. Ganz stark gemacht, auch Körper eingesetzt und so, sodass er nicht weiterhin zustechen kann, der Gegenspieler. Ein guter Pass jetzt hier gewesen. Komm, jetzt Umschaltspiel. Wir können das doch so gut. Umschaltspiele sind unser Motto. Nach vorne mit dir, Çananoğlu. Du wirst gleich ausgewechselt. Deine letzte Chance nochmal, Çananoğlu, per Lupfer. Wenn du halt eben nochmal versuchst, einen Lupfer zu machen, dann wird es halt eben auch nichts. Jetzt will ich auch einfach nur schöne Tore machen. Er ist vielleicht ein bisschen blöd. 85. Minute, wir haben noch zwei Wechsel, wie gesagt, die jetzt hier vielleicht noch gar nicht mehr kommen werden. Hattebör fällt uns gleich hier tot auf dem Feld um, genauso wie Caldara, die sind ja alle überhaupt nicht mehr fit. Die kriegen doch alle gleich Schmerzen, Fitnessprobleme. Kommen wir da ran? Nicht ganz. Malovinski, wie man ja auch spricht, schön gemacht. Bella Kotschap kommt dazwischen, Bella Kotschap klärt das Ganze. Eigentlich nur, damit halt eben wahrscheinlich diese Wechsel hier forciert werden können, die jetzt hier durchgesetzt werden. Ich glaube gar nicht mehr, dass die irgendwie, doch, die wechseln hier auch nochmal aus. Pessina geht nochmal vom Platz runter, dafür kommt Gomez rein, der schon eigentlich, wie man sagen muss, viel früher hätte reinkommen müssen, weil jetzt gibt es halt eben keine Möglichkeit, denke ich mal, mehr für die Spieler aus Atalanta oder von Atalanta Bergamo, da irgendwie noch groß, naja, weiß ich nicht, zwei Tore irgendwie einzuholen. Vor allen Dingen jetzt nicht, wo es jetzt nochmal einen Einwurf für uns gibt. Moldovan ist jetzt hier, wir sehen es, der schickt jetzt mal Ante Rebic, schon mal ein sehr klasse Pass seinerseits gewesen. Kriegen wir nochmal hier die letzte Chance, 2 Minuten Nachspielzeit gibt es hier noch auf der Uhr. Rebic, gut gemacht, Rebic, auch mal selber im Dribbling hier eingesetzt. Rebic, wohin wollen wir denn gehen? Rebic macht das hier klasse, schön gemacht. Jetzt kommt mal eine Flanke rein, 3 Spieler sind in der Mitte, da ist Koulibaly. Nochmal, Delaney, let's go, da ist Sargent per Volley. Ah, schade. Ging dann doch eher weit daneben. Und der Schiedsrichter hat tatsächlich sogar abgepfiffen, habe ich gar nicht mitgekriegt. Und damit haben wir 2:0 gewonnen, hier in der Partie Atalanta Bergamo gegen AC Mailand. Jetzt habe ich hier ein Angebot bekommen, nachdem wir eine Delegation geschickt haben, wo es hier heißt, Atlanta United hat unsere Kondition bezüglich einer Leihe von Dinu Radukan angenommen. Und zwar für eine 2-Jahres-Leihe. Die Sache ist halt wieder folgende. Ich glaube, 2-Jahres-Leihe würde für uns wahrscheinlich bedeuten, dass wir diesen Spieler nicht mehr wiedersehen werden hier in der Karriere, leider.
Vor allem für jemanden, der in der Rechtsverteidigung, Innenverteidigung und Linksverteidigung spielen kann, ist das natürlich schade. Ich werde es aber dennoch annehmen, weil wir haben ein Überangebot an Verteidigern, vor allen Dingen Außenverteidigern, und ich möchte den Leuten halt die Chance geben, zumindest auch zu spielen und so, und von daher nehme ich das dann doch eher an. Außerdem meldet sich ein Arteaga, ein weiterer Außenverteidiger übrigens. Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich gegen Genua nicht auf der Bank sitze. Ich sage immer das Standardmäßige, ich denke darüber nach. Und das Spiel gegen Genua ist auch was ganz Besonderes. Hier könnt ihr nämlich sehen, das Spiel gegen Genua ist nämlich im Coppa Italia. Da war es dann vielleicht sogar auch gar nicht mal so schlecht, dass ich die Spieler ein bisschen rumrotiert habe und dass ich mich dazu entschieden habe, auch andere Spieler mal einzusetzen. Nichtsdestotrotz werde ich diesen Spieltag erst in der nächsten Episode halt eben mit euch begehen, denn in der heutigen Episode haben wir uns auch so ein bisschen am Anfang um die Transfers, um Jugendstab und so weiter gekümmert, und in der nächsten Episode gibt es dann 3 Spieltage für euch, habe ich mir schon vorgenommen. Also da könnt ihr euch schon auf eine XL-Folge freuen, wo ich dann 3 Spieltage für euch bringen werde, also eine etwas längere Episode. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr euch das Video hier anschaut. Bis dahin, tschüss, Kostin, bye bye, macht es gut.